Der Klimawandel konfrontiert uns mit neuen, unbekannten Phänomenen. 8 der 10 wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung lagen im letzten Jahrzehnt. Die meisten Vorhersagen gehen von einem Temperaturanstieg zwischen 2 und 4 Grad Celsius aus. Solche Studien schüren Ängste, erzeugen Besorgnis und mobilisieren Politiker auf der ganzen Welt. Die Folgen des Klimawandels für das Leben auf der Erde vorherzusagen und mögliche Störungen abzuschätzen, gehört heute zu den wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft. Was wird in 10, 20 oder 50 Jahren sein? Weltweit arbeiten die besten Teams aus Klimaforschern und Biologen zusammen, um herauszufinden, welche Auswirkungen der Klimawandel auf das Leben hat und welche Folgen sich langfristig daraus ergeben. Ob durch simple Beobachtung oder mit Hightech. Es werden Tausende, ja Millionen von Daten gesammelt, um in die Zukunft zu blicken. Es gibt zwar Vorhersagen und Modelle, aber auch viel Unsicherheit. Wir verstehen kaum, was da abläuft, vor allem, wenn es um ganze Landstriche geht. Nur wenige Grad mehr können enorme Auswirkungen haben, die sich im Zusammenspiel der Ökosysteme noch verstärken. Bereits die kleinste Veränderung der Lebensbedingungen einer Spezies in einem Ökosystem kann darüber entscheiden, wie sich die Natur ein neues Gleichgewicht sucht. Selbst winzige Veränderungen im Verhalten von Tieren und Pflanzen können also von Bedeutung sein. Kann sich die Natur dem aktuellen und dem künftigen Klimawandel anpassen oder nicht? In unseren Breiten ist der Frühling die wichtigste Jahreszeit. Ein kritischer Zeitpunkt, zu dem sich vieles entscheidet. Jedes Jahr im Frühling staunen wir über die Explosion des Lebens, die Vermehrung der Arten und den Fortbestand des Daseins. Ein wunderbarer Ablauf, beruhigend und magisch zugleich, der sich scheinbar ununterbrochen wiederholt. In Europa folgt das Jahr dem Lauf der 4 Jahreszeiten. Sie unterscheiden sich deutlich voneinander, färben unsere Landschaften bunt und prägen unseren Lebensrhythmus. Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, dass es nach dem Winter wieder wärmer wird und die milde Luft anzeigt, dass die Natur zu neuem Leben erwacht. Diese Selbstverständlichkeit verdanken wir einer astronomischen Besonderheit. Auf der Erde werden Temperatur und Tageslänge durch die Sonne bestimmt, um die unser Planet 365 Tage im Jahr kreist. Die Sonne spendet uns Licht und Wärme. Ohne sie würden ewige Dunkelheit und Kälte herrschen. Es wäre das Ende allen Lebens. Doch das Licht und die Wärme, die sie uns auf unserer jährlichen Runde schenkt, sind nicht gleichmäßig verteilt. Die Jahreszeiten entstehen durch eine winzige astronomische Abweichung. Die Achse zwischen den Polen ist gegenüber unserer Rotationsebene um die Sonne gekippt. Ein 66-Grad-Winkel mit großen Folgen. Im Laufe des Jahres trifft auf eine Erdhalbkugel weniger Licht und Wärme. Im Dezember erhält die Südhalbkugel mehr Sonnenenergie als die Nordhalbkugel. Südlich des Äquators ist nun Sommer und nördlich davon Winter. Im Süden sind die Tage länger, im Norden kürzer. 6 Monate später hat die Erde wie ein riesiger, gekippter Kreisel ihren Lauf fortgesetzt. Und nun geschieht das Gegenteil. Nördlich des Äquators beginnt in Europa der Frühling. All unsere Satelliten und Wetterstationen registrieren den Frühlingsanfang. Und es breitet sich eine grüne Welle über den Kontinent aus.
machen. Wie viele sind es? Ungefähr 10. In welchem Stadium? 2. Manche haben noch Kiemen. "2011 kam die Schneeschmelze sehr früh. Das ist sehr ungewöhnlich. Die Schneedecke war fast einen Monat eher weg. Die Natur ist daher früh dran. Die Heidelbeeren haben 30 Tage Vorsprung, die Frösche sind rund 20 Tage weiter, also auch ziemlich zeitversetzt, aber nicht so wie die Pflanzen. Die Meisen haben nur 8 Tage Vorsprung. Die Verschiebung ist also nicht überall gleich." In Frankreich war der Frühling 2011 der wärmste seit dem Jahr 1900. Oberhalb von Chamonix zeigen sich die ersten Auswirkungen. Der Lebensrhythmus vieler Arten ist bereits verschoben. Die Abweichungen häufen sich. In den französischen Alpen wird die Entwicklung von Pflanzen wie Lärche und Buche sowie von Tieren wie Grasfrosch und Meise beobachtet, untersucht und erfasst. Man will daraus auf langfristige Veränderungen schließen. Ah ja, das ist die Kohlmeise mit dem Weibchen. Direkt daneben sitzt das Männchen, das ihr antwortet. Sie nisten also schon. Sie haben bereits angefangen, das ist früh. Seit uns klar geworden ist, dass sich das Klima in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat, fragen wir uns, wie sich das auswirkt. Leider gibt es von früher nur wenige Aufzeichnungen. Das ist schade, denn so fehlen uns die Referenzpunkte, um die Veränderungen zu beurteilen. Heute setzen wir wieder verstärkt auf Beobachtung, was in der Ökologie etwas verloren gegangen war. Wir wenden die einfachste Art der Beobachtung an, die Phänologie. Sie ist ein sehr guter Indikator für das Klima. Die Phänologie befasst sich, wie ihr Name schon sagt, mit den Erscheinungen der Natur. Es geht um die aufmerksame Beobachtung der Lebenszyklen von Pflanzen und Tieren, ihre Interaktion und ihre Abhängigkeit vom Klima und den Jahreszeiten. Heute werden viele Landschaften von Phänologen untersucht. Sie erforschen die Natur, spüren Veränderungen auf und beobachten den Wandel des Ökosystems. In ganz Europa, egal ob Deutschland, Italien oder Frankreich, wird der Frühlingsanfang von einem Netzwerk von Forschern beobachtet. Wenn die Meise sich Ende März, Anfang April zur Eiablage entschließt, legt sie ein Ei pro Tag. Dann schlüpfen die Jungen und nach 7 bis 9 Tagen erreichen sie das Stadium, in dem sie am meisten Nahrung brauchen. Jeden Tag nimmt so ein Küken ca. 1 Gramm zu und jeden Tag bekommt es etwa sein Eigengewicht an Nahrung. Bis zu ihrem 21. Lebenstag, an dem sie flügge werden, fressen die Jungen 1800 Raupen. Das ist enorm viel Arbeit für die Eltern, die zwischen 8 und 12 Junge haben. Sie müssen eine Menge Raupen finden. Die Schwierigkeit für die Meisen besteht darin, die Eiablage mit bestimmten Anzeichen in der Natur abzustimmen. Sie müssen die Frühlingswärme so abpassen, dass die Jungen genau dann 9 Tage alt sind, wenn in der Natur am meisten Nahrung verfügbar ist. Das ist das Problem. Wegen der künftigen Klimaerwärmung werden die Meisen ihre Fortpflanzung immer weiter vorziehen müssen. Und zwar so, dass sie sich dabei immer im Einklang mit dem Rhythmus ihrer Umwelt befinden. Die Meise steht vor einer Herausforderung, die für die meisten Tiere gilt. Sie müssen den Rhythmus der Jahreszeiten genau abpassen, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Wir haben festgestellt, dass im Frühjahr nahezu 80% der Reihen sich verfrühen
ein Drittel davon signifikant und im Durchschnitt waren das 2,5 Tage pro Dekade. Mit Hilfe der Daten und Beobachtungen vor Ort können die Mitglieder des UNO-Klimarates, der 2007 den Friedensnobelpreis bekam, erste Folgen der globalen Klimaerwärmung abschätzen. Wir haben alle Datenreihen, die in Europa überhaupt verfügbar waren, gesammelt. Es waren über 125.000 Datenreihen, die wir analysiert haben. Wir waren dann die Ersten, die dazu passend den Beweis am Boden liefern konnten, dass sich tatsächlich etwas in der Natur tut. Kilometer von München entfernt wurden 4 miteinander verbundene Türme aufgestellt, um den Buchen- und Fichtenwald zu beobachten, der hier in 500 Metern Höhe über Normalnull wächst. Dank dieser 40 Meter hohen Gerüste kann man bis in die Wipfel der mehr als 50 Jahre alten Bäume gelangen. Sonst stehen wir immer 30 Meter unten mit einem Fernglas und bemühen uns, feinste Veränderungen im Kronraum festzustellen. Hier können wir direkt zu den Blättern in jeder Höhe gehen und schauen, in welchem Zustand die Blattentfaltung ist, wie die Blüte und wie der Fruchtansatz ist. In Europa sind die meisten Waldbeobachtungsstationen bestens ausgestattet. Das reicht von klassischem Equipment wie Regenmesser und Thermometer bis hin zu Hightech-Geräten wie Panoramakameras, Webcams oder Licht- und Belüftungssensoren am Boden. Sie registrieren jede Veränderung der Bäume und des Ökosystems. Vom Boden bis zum Wipfel wird alles notiert und gemessen. Das Aufsteigen des Pflanzensafts, der Tag der Blüte, die Größe der Blätter, die Form der Früchte, die Anzahl der Blüten und die Insektenpopulation. Diese Webcam macht jede Stunde ein Foto von diesem Teil des Waldes. Mit dieser Technik arbeiten wir oberhalb der Baumwipfel. Unser Ziel ist es, möglichst viele Messungen an einem Standort durchzuführen, um alle verfügbaren Daten zu sammeln. Oft sind das sogar viel mehr Daten, als wir tatsächlich auswerten können. Die Erforschung des Waldes ist eine Mammutaufgabe. Hier im Aostatal wird die CO2-Differenz zwischen den Wurzeln und den Wipfeln der Bäume gemessen. In den Wipfeln nehmen die Blätter Kohlendioxid auf und wandeln es in Sauerstoff um. Doch am Boden geben verwesende Pflanzenteile und Insekten Kohlendioxid in die Atmosphäre ab. Die Untersuchung dient letztendlich dazu, eine CO2-Bilanz des Waldes zu erstellen. Auf unsere Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Wenn sich eine Jahreszeit verlängert, bleiben die Blätter dann länger am Baum und nehmen mehr Kohlendioxid auf? Oder sterben die Blätter auch früher ab, wenn sie einen Monat früher zum Vorschein kamen? Solche Fragen stellen wir uns im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit, aber ich denke, es gibt keine allgemeingültige Antwort. Seit Jahrmillionen reagieren Lebewesen auf Temperaturschwankungen und die Tagesdauer. Sie spüren es, wenn der Frühling wieder einkehrt. Aber was spielt sich dabei im Inneren des Organismus ab? Was geschieht in den Zellen von Tieren und Pflanzen? In modernen Labors kann man solche Schwankungen simulieren. Dabei hat sich gezeigt, dass Pflanzen schon kleinste Temperaturveränderungen wahrnehmen. Die Landwirte wissen es schon seit Jahrhunderten. Die Temperatur hat einen enormen Einfluss auf den Zeitpunkt, an dem geerntet werden kann. Pflanzen wie der Weizen spüren die Temperatur und nutzen diese Information, um ihren Lebenszyklus daran anzupassen.
Der Weizen stimmt seine Blüte und Kornreifung auf die Temperatur ab. Stellen Sie sich eine Pflanze im Winter vor. Ihr Wachstum kommt zum Stillstand. Wenn der Frühling kommt, wartet die Pflanze auf die richtigen Signale, die ihr zeigen, dass der Winter vorbei ist und es Zeit wird zu blühen. Eines der wichtigsten Signale ist die Temperatur. Die Klimaerwärmung wird einen großen Einfluss auf die Natur haben, weil sie den gesamten Wachstumszyklus der Pflanzen verändert. Als Testpflanze dient Gänsekresse. Sie lässt sich leicht züchten und erforschen und soll den Schlüssel zu einem faszinierenden Prozess liefern, der in jeder Pflanzenzelle abläuft. Wir wollen in unserem Labor den Mechanismus erforschen, mit dem die Pflanze die Temperatur misst. Wie kann eine Pflanze zwischen 18 und 22 Grad unterscheiden? Das ist eine ganz grundlegende Frage. Dennoch beschäftigt sie uns in unserem Labor seit langem. Wir versuchen, sie mit der Genetik zu lösen. Wenn man das Genom einer Pflanze modifiziert, kommt es zu zahlreichen Veränderungen der Pflanze. Wenn wir im Genom also die Ursache dafür finden, wie die Pflanze die Temperatur erfasst, identifizieren wir damit ein bestimmtes Gen, das die Temperaturwahrnehmung steuert. Wir fragten uns, welches Gen ist das und weshalb hat es diese Wirkung? Wir haben es identifiziert und herausgefunden, dass es ein Protein steuert, welches reguliert, wie sich die DNA in der Zelle aufrollt. Die Art, wie sich die DNA aufrollt, ist also sehr wichtig für die Temperaturwahrnehmung der Pflanzen. Alles spielt sich also auf genetischer Ebene ab. In der DNA, jener langen Doppelhelix, in der das Genom, das gesamte Erbgut eines Organismus, enthalten ist. Die Temperatur wirkt sich also auf die grundlegende Mechanik der Gene aus. Wenn man die Temperatur erhöht, wird die DNA leichter zugänglich. Die DNA öffnet sich im Inneren der Zelle und durch diese Öffnung werden die Gene aktiviert als Reaktion auf die höhere Temperatur. Die Pflanze kann also ihre Gene aktivieren, wenn es wärmer wird. Die DNA öffnet sich und die Gene beginnen zu arbeiten. Wir glauben, dass das ein grundlegender Mechanismus ist, der bei sehr kleinen Organismen wie den Hefen ebenso existiert wie bei den Pflanzen. Sicher hat sich das schon sehr früh im Laufe der Evolution entwickelt. Diese Fähigkeit der Pflanzen, die Temperatur zu spüren und ihre biologische Aktivität auf Temperaturveränderungen abzustimmen, ist in der Biologie weit verbreitet. Es handelt sich um einen zentralen Mechanismus, der im Verlauf der Evolution erhalten blieb. Ein Mechanismus, der uns seit langem bekannt war, ohne dass wir ihn durchschauten. In Frankreich bergen die Bibliotheken und die Archive großer Landwirtschaftsbetriebe gewaltige Datenmengen. Die Stadt-, Gemeinde- oder Handelsregister liefern eine jahrhundertelange lückenlose Dokumentation. Hier gibt es einen Wirtschaftszweig, dem seit Jahrhunderten bekannt ist, dass sich auch winzige Temperaturschwankungen auf die Pflanzen auswirken und dass schon ein geringer Unterschied in der Sonneneinstrahlung ganz entscheidende Folgen haben kann. Gemeint ist der Weinbau. Seit fast 1000 Jahren notieren die Menschen alle wichtigen Ereignisse eines Jahrgangs, vor allem aber den Beginn der Traubenlese in den sogenannten Lesegenehmigungen. Die Lesegenehmigung ist eine unverzichtbare Quelle für alle Historiker, Phänologen oder Klimaforscher, die über einen längeren Zeitraum die Entwicklung des Klimas nachvollziehen möchten, zum Beispiel über die letzten 500 oder 1000 Jahre. Für die letzten 50 Jahre kann man sagen, dass die Temperaturen tendenziell gestiegen sind.
Was zeigen uns diese historischen Aufzeichnungen? Sie zeigen, dass es schon immer Klimaschwankungen gegeben hat. Und die aktuelle Diskussion darüber, ob es eine Verschiebung der Jahreszeiten gibt, wirkt für einen Historiker ein bisschen wie die Wiederholung der Geschichte. Man findet in diesen Archiven regelmäßig wiederkehrende Klimaveränderungen, Wetterwechsel oder Umkehrungen der Jahreszeiten. Das ist tatsächlich so. Es ist ein wiederkehrendes Phänomen. Und manchmal führt das zu einer völlig verzerrten Wahrnehmung. Nach zwei sehr trockenen Jahren schließt man gleich darauf, dass wir meteorologisch vor dem Ausstehen. Die Geschichte lehrt uns also, dass sich die Jahreszeiten immer schon verändert haben. Mit entsprechenden Folgen für unsere Ökosysteme. Späte Frosteinbrüche. Die ersten Knospen und ein milder Winter waren schon immer Signale, die höchst aufmerksam beobachtet wurden. Voller Hoffnung oder voller Furcht. Es sind wohl diese uralten Ängste und Erwartungen, die die aktuellen Meldungen zur Klimaerwärmung in uns wachrufen. Es besteht längst kein Zweifel mehr, dass die Erde wärmer wird. Aber welche Folgen hat das für die Ökosysteme? Der Lebenszyklus von Tieren und Pflanzen hängt nicht nur von der Temperatur ab. Auch die länger werdenden Tage im Frühjahr sind ein Schlüsselreiz für alle Lebewesen. Was ist wichtiger für die wiedererwachende Natur? Wärme oder Licht? Im Gegensatz zur Temperatur wird die veränderte Helligkeitsdauer, die Tageslänge, allein durch die Position der Erde gegenüber der Sonne bestimmt. Nichts kann diesen unabänderlichen Ablauf stören. Dieser starre Rhythmus konnte im Labor simuliert werden. Dieses seltsame Gerät trägt einen ebenso seltsamen Namen, das Chronobiotron. Damit lässt sich die Signalfunktion von Tag und Nacht exakt kontrollieren. Im Grunde handelt es sich um eine kleine Tierstation, in der alle Lebensbedingungen genau festgelegt sind. Eine Gruppe von Hamstern und Kusuratten lebt hier unter strenger Kontrolle. Die Länge der Tage und der Nächte wird ihnen vorgegeben. Sie wechseln zwischen Sommer und Winter, wie es dem Menschen beliebt. Ihre Aktivität, ihr Verhalten und ihr Stoffwechsel werden kontinuierlich aufgezeichnet. Die Tagesdauer und die jahreszeitlichen Schwankungen spielen eine zentrale Rolle für einen faszinierenden Mechanismus, die biologische Uhr. Man muss sich klarmachen, dass praktisch alle biologischen Funktionen zeitgesteuert sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei der zirkadiane Biorhythmus, der vom Hypothalamus gesteuert wird. Zirkadian ist gleichbedeutend mit 24 Stunden. Dieses Wort kommt daher, dass die biologische Uhr, die im Körper jedes Menschen tickt, über eine Periode von 24 Stunden exakt durch Umweltfaktoren getaktet wird, vor allem durch das Licht. Der Sonnenaufgang am Morgen stellt also unsere biologische Uhr. Das Leben hat demnach einen raffinierten Mechanismus entwickelt, der das Tageslicht nutzt, um seinen Ablauf zu strukturieren. Bei Tieren synchronisiert Licht das gesamte System. Verantwortlich dafür ist eine komplexe Struktur im Gehirn, in deren oberem Teil sich die Urneuronen befinden. Durch die Ausschüttung verschiedener Hormone bereiten sie die Organe des Körpers darauf vor, jeden Tag zeitgerecht zu funktionieren, aber auch die Jahreszeiten wahrzunehmen. Alle Organismen können nicht nur den Unterschied zwischen Tag und Nacht wahrnehmen, sondern auch die Helligkeitsdauer in 24 Stunden. So wissen sie, in welcher Jahreszeit sie sich befinden. Das wichtigste Hormon für diesen Urmechanismus ist Melatonin. Seine Ausschüttung ist direkt an die Dauer des Tages oder vielmehr der Nacht gekoppelt, weil es nur nachts ausgeschüttet wird. Bei Tagesanbruch wird die Melatoninabgabe eingestellt. Der Melatoninzyklus ist also auf die Dauer der Nacht abgestimmt, im Sommer kurz und im Winter lang. Weil das Melatonin direkt auf eine Vielzahl von biologischen Prozessen einwirkt, können diese zeitlich angepasst werden, entsprechend dem Rhythmus der Jahreszeiten.
Innere Uhren sind sehr wichtig. Sie funktionieren autonom. Und so kann das Eintreten bestimmter Ereignisse vorausgeplant werden. Fehlt das Hormon oder finden keine rhythmischen Schwankungen der Melatoninausschüttung mehr statt, weiß der Organismus nicht mehr, welche Jahreszeit ist. Dann könnte ein Tier am Winteranfang Junge bekommen, die keine Überlebenschance hätten. Deshalb ist es von grundlegender Bedeutung für das Überleben eines Individuums und seiner Nachkommen, dass ihre biologischen Funktionen auf die Umwelt abgestimmt sind. Wie die Temperatur ist die Messung eines so wichtigen Faktors wie der Tagesdauer oder der Jahreszeiten etwas, das bereits die frühesten Lebensformen auf der Erde beherrschten. Jede Zelle kann die Zeit messen. Die Grundlage dafür bildet ein Proteinpaar, das wie ein winziger Oszillator funktioniert. Im Laufe der Evolution haben alle Arten ungeheuer raffinierte Mechanismen entwickelt, um die beiden Schlüsselreize Temperatur und Tageslänge zu messen und ihre üblichen Schwankungen zu registrieren. Diese Fähigkeit ist überlebenswichtig. Aber was geschieht, wenn sich diese beiden Signale voneinander abkoppeln, wie es heute der Fall ist? Die Temperaturen stimmen immer weniger mit der Tagesdauer überein. Sie werden unberechenbar und erreichen Spitzenwerte, während sich die Tagesdauer immer noch im gleichen Rhythmus ändert. In den Alpen koppeln sich temperaturabhängige Arten wie Pflanzen und Vögel, für die eher die Tagesdauer entscheidend ist, voneinander ab. Werden wir eine Desynchronisierung erleben? Das wollen wir untersuchen. Werden es insbesondere die Vögel schaffen, sich auf den früheren Austrieb der Vegetation einzustellen, weil dies eine entscheidende Voraussetzung für ihre Fortpflanzung ist? Sie müssen sich anpassen, weil die Aufzucht ihrer Jungen auf dem Höhepunkt des Nahrungsangebots stattfinden muss. Sie sind auf die Raupen angewiesen, die sich von den Blättern der Bäume ernähren. Die Blätter müssen also ein bestimmtes Stadium erreichen, damit sich die Raupen entwickeln. Das ist alles sehr eng verzahnt. Und wenn sich nicht alles gleichzeitig verschiebt, kommt es zu einem Bruch im Ablauf. Bäume, Raupen, Meisen, alles hängt zusammen. Jede Art muss auf den immer zeitiger einsetzenden Temperaturanstieg im Frühjahr angemessen reagieren und eine Strategie finden, um sich den neuen Lebensbedingungen anzupassen. Entweder sie nutzt ihre Fähigkeiten, um sich auf die veränderten Umweltbedingungen einzustellen, die sogenannte Plastizität. Oder eine Art entwickelt sich weiter, indem über die Generationen widerstandsfähigere, besser an die veränderten Umweltbedingungen angepasste Individuen ausgewählt werden. Die sogenannte Mikroevolution. Auf Korsika hat die Meise überlebt. Sie hat sich akklimatisiert. Aber warum und wie? Das ist nach wie vor ein Rätsel. Zu den beiden Mechanismen, die es einer Population ermöglichen, sich an Veränderungen anzupassen, gehört zum einen die phänotypische Plastizität. Sie bedeutet, dass jedes Individuum von Jahr zu Jahr das Datum der Eiablage den Hinweisen aus der Natur anpasst. Wir wissen, dass die Meisen die Tageslänge und die Temperatur nutzen. Und wir glauben, dass sie sich auch an den Entwicklungsstadien der Bäume orientieren. Vor einigen Jahren haben wir die Hypothese aufgestellt, dass Meisen die Knospen der Bäume probieren, um Ende März zu entscheiden, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für die Eiablage. Denn so sind meine Jungen in einem Monat genau 9 Tage alt, also dann, wenn es die meisten Raupen gibt. Der zweite Mechanismus ist die sogenannte Mikroevolution. Sie bedeutet, dass Individuen, die sich früh fortpflanzen können, viele Nachkommen haben. Diejenigen, die sich nicht so früh vermehren, werden durch natürliche Selektion aussortiert. So kommt es zu einer Evolution hin zu Individuen, die Gene für eine immer frühere Eiablage in sich tragen. Jahr für Jahr werden die korsischen Meisen Testreihen unterzogen, mit denen sich Abweichungen im Verhalten
und Veränderungen innerhalb der Population genau bestimmen lassen. Jetzt wiege ich sie. Eine Meise wiegt rund 10 Gramm, halb so viel wie ein Brief. Das ist kaum zu glauben, aber sie sind sehr leicht. Jetzt mache ich einen Aggressionstest. Ich nehme die Meise und beobachte ihre Anfangsreaktion. Wie wir sehen, pickt sie nicht. Sie greift meinen Finger nicht mit dem Schnabel an. Der Schwanz ist gespreizt, aber nicht die Flügel. Wenn ich mit dem Finger herangehe, beißt sie zu. Das entspricht einem Aggressionsniveau von 1,5/3. Wir wissen, dass es Persönlichkeitsunterschiede bei den Tieren gibt. Manche sind mutiger, andere eher schüchtern. Das geht mit ganz bestimmten Verhaltensweisen einher, vor allem mit Aggressivität. In manchen Situationen ist es von Vorteil, aggressiv zu sein, in anderen Situationen weniger. Hier entnehme ich eine Blutprobe aus dem Hals. Wir brauchen nur eine kleine Menge. Aus dem Blut wird die DNA gewonnen und ein genetisches Profil der Meise erstellt. In der DNA des Vogels ist eine Abstammung gespeichert. Die Untersuchung gibt Aufschluss über die Eltern und darüber, ob einige Stämme widerstandsfähiger sind als andere und ob manche früher aussterben. Jetzt hat sie noch ein Häufchen gemacht. Das tun sie oft nach dem Stress. Offenbar hat sich die Meise hier an die Temperaturveränderung angepasst. Aber auch ihre Ernährungsgewohnheiten müssen untersucht werden. Die Forscher greifen dabei manchmal zu überraschenden Mitteln. Das ist die Raupe eines Eichenwicklers, die Hauptnahrung der Meisen. Wir messen die Populationsdichte der Raupen mit Vorrichtungen, die den Raupenkot einsammeln, mit sogenannten Chropometern. So können wir abschätzen, wie viele Raupen es in der Natur gibt. Für uns ist das eine sehr wichtige Messung. Damit erfassen wir das Raupenaufkommen für die Meisen. Mit Hilfe der Kotmenge, die wir in 2 Wochen sammeln, können wir abschätzen, wann sie die meisten Raupen in der Natur finden und wann der optimale Zeitpunkt für die Jungen ist, die auf diese Raupen angewiesen sind. Dank dieser Messungen konnten bereits die ersten Geheimnisse der verblüffenden Anpassung der korsischen Meisen gelüftet werden. Wie vielerorts hat das Leben auch hier einen Weg gefunden, weiter zu bestehen. Momentan können wir anhand unserer Analysen der letzten 35 Jahre sagen, dass es den Blaumeisen im Mittelmeerraum gelingt, angemessen auf die Klimaerwärmung zu reagieren. Aber auch die Plastizität und die Mikroevolution haben ihre Grenzen. Mit einem einzelnen Phänomen können die Meisen vielleicht umgehen, aber nicht, wenn es systematisch wird und die Erwärmung jedes Jahr zunimmt, sodass sie ihr schließlich körperlich nicht mehr gewachsen sind. Auf Korsika findet eine eher graduelle Klimaerwärmung statt. Aber nicht alle europäischen Meisen leben unter solchen Vorzeichen. In den Niederlanden hatten die Kohlmeisen nicht so viel Glück. Die Fortpflanzung der Vögel und das Schlüpfen der Raupen haben sich komplett voneinander abgekoppelt. Hier legen die Vögel ihre Eier zu spät. Sie ziehen ihr Legedatum nicht weit genug vor. Wenn ihre Jungen ein Maximum an Nahrung brauchen, hat die Raupenpopulation bereits ihren Zenit überschritten. Es bleiben also nur noch wenige Raupen übrig. Und die Eltern können ihre Jungen nicht mehr ausreichend ernähren. Deshalb weichen sie oft auf andere Insekten aus, die weniger nahrhaft und nicht so wasserhaltig sind. Die Jungen sind deshalb weniger vital und es werden weniger junge Flügge, weil sie schlichtweg fehlernährt sind. Deshalb geht die Population zurück. Die wahrscheinlichste Erklärung für diese Entkoppelung ist, dass sich die Klimaerwärmung in Holland vor allem in der Mitte und gegen Ende des Frühjahrs bemerkbar macht, also direkt nach der Eiablage der Meisen. Wenn es wärmer wird, haben die Meisen bereits ihre Eier gelegt und können ihren Brutrhythmus nicht mehr beschleunigen. Deshalb verpassen sie den richtigen Zeitpunkt für die Raupen.
Es kommt aber auch vor, dass sich Tierarten perfekt an radikale Veränderungen der Umweltbedingungen anpassen. Berglandschaften sind so etwas wie ein Freiluftlabor, in dem man die Temperatur entsprechend der Höhe verändern kann. Die europäischen Alpen sind ein vielgenutztes Forschungsgebiet. Der Grasfrosch, der die Sümpfe in den Alpen bevölkert, beginnt bei Einsetzen der Schneeschmelze mit dem Laichen. Zwischen Talgrund und Berggipfeln liegt oft ein Monat Unterschied. Trotzdem sind alle Frösche gleichzeitig geschlechtsreif. Diese Kaulquappen haben das Stadium 3 erreicht, ein recht langes Stadium, das etwa einen Monat dauert. Weiter unten haben die Kaulquappen etwa 14 Tage Vorsprung. Es gibt 6 Stadien, wir haben also schon eine Verschiebung, aber diese Kaulquappen hier holen die weiter unten ein. Ihr Zyklus ist entsprechend kürzer, sie durchlaufen ihn schneller als in tieferen Lagen. Wie kommt es dazu? Hat eine genetische Anpassung bei den weiter oben lebenden Fröschen gegenüber denen aus den Tälern stattgefunden? Spielt die natürliche Selektion eine Rolle? Oder die Umwelt? Die Wassertemperatur kann hier sehr schnell steigen, weil die Sonne während des Tages sehr schnell, sehr stark und sehr lange scheint, viel mehr als in den tieferen Lagen. Deshalb ist es vorstellbar, dass hier eine höhere Wassertemperatur herrscht, die ihnen eine schnellere Entwicklung ermöglicht, anders als weiter unten. Außerdem zeigen die Sümpfe hier ein paar andere Charakteristika. Sie führen weniger Wasser und sind auch nicht so tief, weshalb auch die Wassertemperatur schneller steigt. So entstehen Bedingungen, die eine schnellere Entwicklung begünstigen. Wir untersuchen deshalb, sind es Umweltbedingungen, die eine rasche Entwicklung begünstigen, oder ist es eher genetisch bedingt, also eine Selektion von Populationen, die sich ohnehin schnell entwickeln. Genetische Modifikation oder Anpassungsfähigkeit. Zeigen die Grasfrösche in den Alpen nicht wie die korsischen Meisen, dass Tiere grundsätzlich das Potenzial haben, sich an Veränderungen ihrer Lebensbedingungen anzupassen? Hier handelt es sich um ein komplexes Ökosystem, in dem alle Arten voneinander abhängig sind. Aber ihr Überleben hängt auch davon ab, wie sich jede einzelne anpassen kann. Theoretisch müsste ein wärmeres Klima sich günstig auf die Pflanzen auswirken. Längere Sonneneinstrahlung und höhere Temperatur gehen in der Regel mit einer üppigeren Vegetation einher. Aber das gilt nur theoretisch, denn in der Praxis zeigen sich sehr widersprüchliche Ergebnisse. Manchmal kommt es zu seltsamen Phänomenen. Bei einigen Bäumen wurde eine Anomalie beobachtet, die im Winter beginnt. Diese Anomalie könnte fatale Folgen haben, wenn sie sich fortsetzt. Manche Bäume treiben zu Frühjahrsbeginn nicht wieder aus. Das kommt nur selten vor. Hängt aber mit einem Phänomen zusammen, das seit langem bekannt, aber noch nicht eingehend erforscht ist. Die Keimruhe. Im Herbst und Winter befinden sich die Knospen in der Keimruhe. Und es gibt eine ganz entscheidende Phase, die die Keimruhe aufhebt. Der Baum braucht einen Kältereiz. In dieser Zeit braucht es den Frost, damit es im Frühjahr zum Laubaustrieb kommt. Der Laubaustrieb ist die vegetative Entwicklung einer Knospe. Wenn dieser Kältereiz nicht stattfindet, verkümmern die Zweige.
Der Winter ist deshalb eine Phase, die manche Arten durchlaufen müssen. Ohne diesen Kältereiz können die Bäume nicht austreiben. Wir erheben Daten von Oktober bis März, damit wir die gesamte Winterzeit überblicken. Anhand unserer Beobachtungen in der Klimakammer können wir bestimmen, wie kalt es werden muss, damit die Keimruhe aufgehoben wird. Wenn alle Bäume identisch wären, sowohl genetisch als auch was ihren Frostbedarf betrifft, so müssten sie alle zum gleichen Zeitpunkt austreiben, weil sie alle exakt die gleichen Temperaturen erleben. Wir beobachten aber Abweichungen zwischen den einzelnen Bäumen. Solche, die viel Kälte brauchen und sie nicht bekommen, treiben später aus und verschwinden mit der Zeit. Hier findet eine Evolution statt. Wenn der Winter zu mild ist, reicht der Kältereiz nicht aus. Der Winter kommt seiner Aufgabe nicht nach und die Keimruhe wird nicht aufgehoben. Damit verpasst der Baum im Frühjahr den Austrieb. Letztendlich stellt eine Störung des Ablaufs eine potenzielle Gefahr für ganze Wälder dar. Für Bäume ist die genetische Anpassung an Klimaveränderungen ein langwieriger Prozess. Es dauert manchmal 20 Jahre, bis ein Baum ausgewachsen ist, sich fortpflanzen und seine Gene weitergeben kann. 20 Jahre, in denen die Klimaerwärmung weiter voranschreitet. Wo wir auch hinsehen, macht sich die besorgniserregende Erwärmung bereits bemerkbar. Und auch die Komplexität ihrer Auswirkungen wird sichtbar. Was an einem Ort geschieht, kann 20 Kilometer weiter im nächsten Wald oder im nächsten Tal schon ganz anders aussehen. Zur Beobachtung der Natur und zur Sammlung möglichst vieler Daten hat man eine überraschende Lösung gefunden und bezieht die breite Öffentlichkeit mit ein. Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen, die jeden Einzelnen auffordert, die Forschung zu unterstützen. Freiwillige jeden Alters sind daran beteiligt. Ihre Aufgabe ist es, die Entwicklung einer genau definierten Liste von Pflanzen und Tieren zu beobachten. Natürlich sucht man gern nach seltenen Vögeln und ihren Nistplätzen und versucht, ihr Verhalten zu verstehen. Man sieht viel genauer hin. Die Freiwilligen werden in modernen Methoden der Naturbeobachtung und Datensammlung geschult. Warum bitten wir Sie, drei Bäume einer Art herauszugreifen? Sicher haben Sie bemerkt, dass die drei Bäume nicht gleichzeitig blühen. Jeder Baum ist genetisch anders. Die Beobachtung von drei Bäumen erhöht die Verlässlichkeit Ihrer Daten und zeigt, was sich in den Alpen abspielt. Es ist gut, dass sich Ihre Bäume auf ein Gebiet beschränken, nicht auf 15. Sonst bekämen wir keine repräsentativen Daten für einen Bereich. Mit Ihrer Hilfe erfassen wir die Seealpen bis zum Genfer See, sogar Teile der Schweiz und von Italien. So wissen wir recht genau, was in den Alpen passiert. Insgesamt sind es Zehntausende, ja Hunderttausende Beobachtungen auf dem ganzen Planeten, die jedes Jahr von Freiwilligen gesammelt werden und die Daten der Wissenschaftler ergänzen. Jede Information wird erfasst, sortiert und eingeordnet. Superrechner werden mit diesen Daten gefüttert und entwickeln Modelle, um die Klimaentwicklung und die Folgen der Erderwärmung für die Zukunft vorherzusagen. Bei der Darstellung der Natur im Modell geschieht nichts anderes, als biologische Vorgänge auf mathematische Gleichungen zu übertragen. Vom einzelnen Grashalm bis zum Tal oder Gebirge,
von einer Region bis zum ganzen Planeten. Der Hauptzweck eines solchen Modells ist, Voraussagen für die Zukunft zu treffen, weil wir dafür natürlich noch keine realen Daten haben. Modelle sind die einzige Möglichkeit, zukünftige Entwicklungen vorwegzunehmen. Sie sind auch ein gutes Werkzeug, um Mechanismen zu verstehen. Wir werden eine Reihe von Szenarien entwickeln, die uns die Temperaturen für 2050 und 2080 angeben. So können wir die Differenz zwischen der heutigen Situation und der Zukunft ermitteln. Der Computer, der dies berechnet, ist einer der leistungsfähigsten Superrechner der Welt für zivile Zwecke. Ein Rechner mit 139 Teraflop, der 139 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde durchführen kann. Der 20-mal schnellere Nachfolger ist bereits im Bau. Das Modell wird ständig durch reale Daten ergänzt. Zum ersten Mal werden Vorhersagen getroffen, wie die Zukunft der Ökosysteme in einem Tal, in einer Region oder einem ganzen Land aussehen wird. All unsere Modellberechnungen zeigen, dass die Klimaveränderungen einen Einfluss auf die Verteilung der Arten haben werden. Das Problem ist, wenn es zu einem Temperaturanstieg kommt, steigen die Arten aus den tieferen Lagen, die Arten im Mittelgebirge und die subalpinen Arten nach oben. So kommt es zu einem Stauphänomen und es treffen Arten aufeinander, die sonst nicht zusammenleben und jetzt um die gleichen Ressourcen konkurrieren. Diese Konkurrenz wird zunehmen und so ergeben sich Chancen für neue Arten aus tieferen Lagen, größer, konkurrenzfähiger und kräftiger zu sein und andere zu verdrängen. Das Problem ist das Timing. Es geht so schnell. Diese Arten hier sind einheimisch. Sie haben sich an die spezifischen Bedingungen angepasst und dafür eine gewisse Zeit gebraucht. Es werden nicht in ein paar Jahrzehnten neue Arten entstehen, die sich an andere Bedingungen anpassen können. Der ganze Prozess geht zu schnell für das Leben. Das Problem ist, dass sich das Klima so schnell ändert. Es verändert sich schneller, als unser Wissen wächst. Für uns ist das schwierig, denn die Behörden verlangen nach Antworten. Sie fragen uns, welche Folgen sich in 20 Jahren zeigen werden, weil die Entscheidungen jetzt getroffen werden müssen. Eine Schwierigkeit dabei ist, dass sich das Klima schneller ändert, als unser Wissen. Das ist wirklich ein großes Problem. Was uns besonders große Sorge bereitet, ist die Tatsache, dass Getreide sehr temperaturempfindlich ist. Das betrifft vor allem den Weizen, den wir essen. In einem heißen Sommer wie 2003 sinkt der Getreideertrag von Weizen sehr stark. Eines der wichtigsten Ziele unserer Forschung ist, zu prüfen, ob wir die Erkenntnisse, die wir mit der Gänsekresse gewonnen haben, auf wichtige Grundnahrungsmittel wie Weizen oder Reis übertragen können. Wenn die Temperatur entsprechend der Prognosen innerhalb von 100 Jahren um 4 Grad steigt, wird das den Ertrag beträchtlich senken. Und dann ergibt sich ein gravierendes Ernährungsproblem für die Weltbevölkerung. Die Unsicherheit, wie es in Zukunft weitergehen wird, erfordert den Abschied von Dogmen und überkommenen Vorstellungen. Stattdessen greift man zu einfachen, konkreten Maßnahmen wie Probenentnahme, Beobachtung und Datenerhebung. Für alle Forscher, Freiwilligen, Beobachter und Spaziergänger ergibt sich hierdurch auch die Chance, die Beobachtung der Natur neu zu erlernen, wieder über ihre Geheimnisse zu staunen und die ersten Anzeichen kommender Störungen zu deuten. Es gelingt der Natur, sich einer veränderten Umwelt anzupassen. Und es fehlt nicht an Strategien. Aber die derzeitigen Veränderungen stellen das Leben auf der Erde vor ein neues Problem, weil es so schnell geht. 0,7 Grad Temperaturanstieg in 100 Jahren, 1,5 Grad in den Alpen und 4 Grad mehr bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Die Veränderung kommt so schnell, dass die Frage nicht lautet, ob sich die Natur anpassen kann, sondern eher, ob ihr dazu noch die Zeit bleibt.